und auf Twitter. Radpanne! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder zurück am Allersee. Ich habe mir nämlich die Challenge gestellt, diese Swing hier, die hier hängt, ein wenig besser zu beherrschen in Zukunft. Deshalb wird heute ein wenig geübt. Wir sind hier eine Zeit lang. Hannes kommt auch nochmal vorbei. Er war auch im letzten Vlog dabei. Er kommt ein bisschen später. Wir müssen jetzt erstmal den Baum ganz nach oben klettern und dann da oben an einem Schloss die Swing lösen. Die ist nämlich abgesperrt und dann geht's los. Es ist wirklich relativ kalt heute. Wir haben so 14, 15 Grad, aber wir haben Neoprens, also gar kein Problem. Das Wasser ist schön klar, es sieht richtig geil aus. Und ja, würde ich sagen, klettern wir mal hoch und lösen die Swing. Oh, das wackelt! Ich bin hier gerade auf 9 Meter Höhe. Die Swing ist schon gelöst vom Schloss. Und jetzt darf ich die ganze Swing einmal zu so einem kleinen Cowboy-Seil machen und rüberwerfen. Weil man muss wirklich jedes Mal hier hochklettern und dann die Swing auf die andere Seite rüberwerfen. Das mache ich jetzt mal und dann springt der Niklas ein zweites Mal. Ich habe ein bisschen verkackt beim Filmen, weil ich Angst hatte, hier oben zu sitzen, weil der Baum ein gutes Stück wackelt. Und hier sitzen zu bleiben ist ziemlich schlau, weil man sonst jedes Mal runter und hochklettern muss, um die Swing wieder zu holen. Nein! 10 years later. Beno macht jetzt hier einen Double Gainer. Und ich filme ihn. Und das Pizza. So, wir hatten jetzt gerade eben schon eine 2 Stunden lange Session oder so. Wir konnten leider nicht wirklich zu zweit filmen, weil man jedes Mal wieder hochklettern muss, um die Swing wieder zu holen. Das heißt, einer von uns ist immer oben geblieben und hat die Swing wieder auf den anderen Baum rübergeworfen, damit der andere wieder hochklettern konnte. Jetzt ist Hannes da und wir haben ein Schlauchboot. Das heißt, wir können vom Wasser aus filmen. Also könnte es jetzt vielleicht auch mal ein paar coolere Tricks geben und Clips geben, weil Hannes kann ein bisschen mehr als wir in der Swing. Und jetzt können wir auch endlich mal was ausprobieren, weil jetzt auch eine weitere Person unten ein bisschen das Wasser auf, ja, ein bisschen Wasser machen kann, damit man was sieht, weil das Wasser ist so klar, das ist unglaublich. Also, ich habe meinen Platz im Boot gefunden. Niklas klettert wieder den Baum hoch. Hannes macht sich bereit für die Swing. Es ist wirklich richtig bequem hier im Boot im Wasser. Es macht so Spaß. Aber ich glaube, man kann hier auch richtig gut filmen. Deshalb, ab geht's. Oh. Geil. Alter! Au, ich hätte ja. Das nennt man Dummheit. Bisschen früh losgelassen. Ja.
Ja, easy. Also waren meine Backflips absolut nicht bei mir laufen. Ich krieg das mit dem Timing wirklich gar nicht hin. Das ist so das Schlimmste bei mir. Ich werde es wahrscheinlich nie hinbekommen. Aber ich arbeite trotzdem weiter dran. Aber die Frontflips, die klappen ganz gut. Deshalb probiere ich jetzt mal einen Undertuck Front. Und mal schauen, wie viel Schwung man daraus bekommt. Vielleicht geht ja auch ein Double Front. Und dann auch ein 2,5. Aber mit dem Schwung sah es gerade ein bisschen mau aus. Alter! Wow! Richtig viel Schwung. War der überdreht? Ja, ein bisschen. Also. Oh, das hat sich richtig geil angefühlt. Geht da Double? Double geht, ja, auf jeden Fall. Also, dann Double, oder? Heutige Vlog vorbei. Wir haben heute noch ein paar richtig coole Flips von Hannes gesehen. Zwei Flips, ein Double A und eine Pullout. Ich habe auf jeden Fall heute zwei neue Tricks gelernt. Ein Flip-Fist und ein Double Front Flip. Niklas ist kurz davor, seinen Triple Gainer zu machen. Also wirklich, ich schaffe da so easy. Nächstes Mal macht er ihn. Nächstes Mal macht er ihn, definitiv. Ja, ich muss jetzt noch die Swing wieder wegpacken und nochmal hochklettern. Aber ja, nächstes Mal wird weiter geübt. Meine Backflips funktionieren einfach immer noch nicht gut. Aber das wird schon noch. Bis dahin, ciao Leute, haut rein.